Das nächste Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen werden, das ist das Arbeiten mit dem Lasercutter. Und da werden wir uns jetzt relativ leicht tun. Denn die Steuerung von so einem Lasercutter, das funktioniert genau gleich wie mit einem Vinylcutter. Und das kann man also mit einem Inkscape machen. Und nachdem wir ja jetzt schon wissen, wie man zeichnet mit einem Inkscape, wie man Zeichnungen in Pfade verwandelt, wie man da die Füllungen wegtut und wie man den Pfaden unterschiedliche Farben gibt, da steht uns ja nichts mehr im Wege, das mit dem Lasercutter auch so zu machen. Mit Hilfe der Farben sagt man dem Lasercutter, was er tun soll. Ob er jetzt entweder das Material komplett durchschneiden soll, dann arbeitet er mit hoher Leistung, oder ob er nur so leicht hineinbrennen soll, dann arbeitet er halt mit niederer Leistung. Das definiert man alles da im Menü vom Lasercutter, aber wir für die Steuerung haben praktisch zwei Sachen, durchschneiden oder hineingravieren. In der einfachsten Form werden wir einfach einmal also eine Schachtel machen. Und da werden wir halt dann unsere Geometriekenntnisse ein bisschen wieder auffrischen. Nämlich, was braucht man für das? Das ist ja nichts anderes als ein Quader. Der hat eine Grundfläche. In dem Fall keine Deckfläche. Zwei parallele lange Seitenflächen und zwei parallele kurze Seitenflächen. Was jetzt da so fürchterlich schwierig klingt, stellt sich dann wahrscheinlich mit dem Inkscape relativ einfach dar. Vor allem auch die Gestaltung, sieht man das da? Vor allem auch die Gestaltung von diesen Verzahnungen da, mit denen wir das Ganze dann zusammenkleben. Da sieht man, wie das hineingraviert ausschaut. Ja, das war's auch schon. Und dann fängt die Ordnung am Schreibtisch an, weil dann können wir freilaufende Bleistifte einfach ganz locker da drinnen aufbewahren. Und wenn wir dann einmal so einen Quader gemacht haben, dann können wir ja durchaus auch sowas bauen. Das ist also nicht ein Gefängnis für irgendwas, sondern wir tun da ein Teelicht einfach rein. Das kann man anzünden. Also nur das Teelicht. Und dann hat man da eine nette Teelichtlaterne. Das passt wunderbar für die Weihnachtszeit. Und auch so ein, sieht man das gut? So ein Muster ist recht schnell auf so einen Quader hinauf gezeichnet. Das braucht man nur einmal machen und dann kopieren. Und da haben wir es auch wieder. Grundfläche, vier gleiche Seitenflächen, keine Deckfläche. Die Verzahnungen macht das Programm eh automatisch. Und das war's dann schon. Und da habe ich halt einmal gespielt. Da gibt es verschiedene Muster. Das kann man auch durchaus ein bisschen komplizierter machen. Das kann man natürlich auch weihnachtlich gestalten. Das kann man natürlich auch irgendwie gestalten. Nicht schlecht, gell? Man kann natürlich auch schlicht und einfach Buchstaben draufschreiben. Da fängt es an. Und da hat man dann auch ein nettes Lichtspiel. Und für den einen oder die andere ist das sicher ein nettes Weihnachtsgeschenk. Gell? Mit Dequader kann man sich noch weiterspielen. Ich habe da zum Beispiel einmal so eine Schachtel gemacht. Das ist also jetzt mit Grundfläche, Deckfläche und vier Seitenflächen, also rundum und umzu. Und da sieht man es auch wieder, diese Verzahnungen macht das Programm automatisch. Da einfach, wir können es ja vom Vinylcutter da irgendeine Schrift aussuchen, zack, dann schneidet er das da raus. Dann habe ich da noch die Löcher da für die Schrauben hineinbrennen lassen und da vorne für die Leuchtdioden. Wer kennt das nicht, gell? Also ich kenne das schon noch. Da hinten ist also auch ein Loch gemacht worden für den Schalter. Und wenn ich das jetzt da zerlege, dann werfen wir da einen Blick hinein. Weil da wollte irgendjemand da mal löten. Und die Gruppe, für die war das dann irgendwie fast fad, dass sie nur die Platine da drinnen gehabt haben. Und so mit so einem
feschen Gehäuse schaut das gleich viel besser aus. Zack, und das passt wunderbar genau. Wer sich für den Weltraum interessiert, Science Fiction und so, das ist ein Putzelspiel. Also, das war am Anfang ein Putzelspiel, aber wenn man dann einmal heraus hat, wie man das zusammenbaut, da könnten wir jetzt natürlich unsere... Da kann jetzt jeder dann seine persönliche Rakete machen. Ich habe da auch aufgrund von Nachnamen da hinten einen Buchstaben hineingebrannt. Wahrscheinlich jetzt noch. Da kann man irgendwas reinbrennen. Irgendein Logo. Eigentlich könnten wir überall das Logo reinbrennen, das wir jetzt schon gemacht haben. Weil dadurch, dass das Vektorgrafiken sind, brauchen wir sie einfach nur verkleinern. Und das Thingiverse habe ich auch schon mal vorgestellt. Da kann man sich auch Sachen runterladen. Und dann... Und dann kann man sich da so ein Spielzeug ausschneiden. Ich hoffe, das war jetzt scharf. Das ist zuerst ein lustiges Spielzeug beim Zusammenbauen. Und dann schaut das auch gar nicht einmal so schlecht aus, wenn da die Fliegen im Kasten sitzt. Ja, dann gehen wir es an. Schauen wir uns mal an, wie man mit dem Inkscape solche Boxen da macht. Weil du wirst sehen, das ist im Müll kann man nichts erledigt. Dafür haben wir ja Computer, die für uns arbeiten und wir können uns dann wieder auf den kreativen Teil stürzen. Los geht's. Ah, vielleicht sollte ich da abschalten auch noch.